So, du weißt, dementsprechend 11.11. habe ich die Reklamationen weg. Das ist sehr schlecht im Moment, der Ton. Was hörst du schlecht? Jetzt wird's besser. Gut, das ist immer, wenn die Aufzeichnung beginnt, ist die ersten paar Minuten sind immer, wenn schlecht. Also pass auf, du hast es ja auch reklamiert, den Fehler von dem Selbstgespräch von dem ersten. Und jetzt ist das große Problem besteht darin. Ich sage, ich gebe mir mal sehr, sehr viel Mühe, einen Namen zu spielen. Was abgeht bei Menschen, ist Loslassen von einer einseitigen Sichtweise. Du hast die Freiheit, die Sachen auch anders zu sehen. Das heißt, du hast da ja sofort mit einigen anderen übrigens auch einen Fehler entdeckt, einen arithmetischen Fehler. Jetzt ist aber die große Problematik, man muss sich zuerst einmal klar machen, was ist der Unterschied zwischen einem Fehler, wenn etwas falsch ist oder wenn etwas verkehrt ist. Das sind nämlich drei verschiedene Aussagen. Beim Fehler heißt, es fehlt eigentlich schon was. Jede Antwort Kategorie 2, die du erwartest, eine richtige Antwort, fällt die verkehrte Antwort, die Kehrseite dazu. Wenn etwas falsch ist, dann ist es trügerisch. Also beim Fehler fällt was und bei einer richtigen Antwort fällt zur Vollkommenheit die Kehrseite. Und wir schauen uns das jetzt einmal genauer an. Dazu übertrage ich den Bildschirm und wir machen in kleinen Stellen und du hörst jetzt genau zu, was ich sage. Ich hoffe, der Ton ist mit drauf. So. Und jetzt gehen wir als allererstes, schauen wir jetzt zuerst einmal, wie ist das Video an der Stelle an? Ich lasse es einmal loslaufen. Wenn du Ton nicht hörst, nachher sag mal bitte Bescheid. Fällt dir das? Weil er es gelernt hat in der Schule und der lernt dir, sagt dir dann auch, das hat er Max Planck entdeckt. Ja. Wir haben übrigens wieder bei dem Planck, M8 ist vom Ja. Bruder. Dieses Wunder. Ja, das Das ist Ella. Jetzt ist natürlich interessant, dass wir noch wissen sollten, dass das griechische Wort plane nicht heißt in die Irre gehen. Vom rechten Weg abführen. Das ist natürlich der rechte Weg, fällt der linke Wert. Jetzt verführerisch und täuschen. Was dich am meisten verführt und was dich täuscht, ist Täuschen kommt hier, die Falle kommt von falsch. Wenn du was falsch siehst, fällt dir die richtige Seite. Okay? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Es ist nur ein starkes Rauschen im Hintergrund. Ja, das ist eben weg, wenn du sprichst einmal. Darum sage ich das. Jetzt ist das Rauschen. Genau so ist es. Jetzt pass auf. Das heißt, das Irren und das Umherschweifen. Die Schwierigkeit ist immer, wenn du dich beobachtest und du hast bloß eine einseitige Vorstellung von richtig, dann führst du dich selber in die Irre. Was natürlich sehr interessant ist, wenn mir jetzt nämlich das Wort Irr, mache mal ganz kurz RR, das heißt Schleim ausscheiden, mit einem J heißt, er wird Schleim ausscheiden. Das heißt, es fließt etwas aus dir heraus, er gab etwas von sich. Das ist dann, wenn ich das imperfekte J davor mache, das heißt, dieser Intellekt schleimt in einem gewissen Maß, es fließt aus deinem Intellekt heraus, das ist das Wort Irr hebraisiert. Okay? Wir hören da mal weiter. Du musst immer kurz Ja sagen. Ja. Gut, jetzt pass auf, jetzt hören wir da weiter zu, was der Udo sagt. Wir waren ja, da ist ja was falsch, du hast ja einen Fehler entdeckt. Das ist der Blank, Bella. Ja. Da haben wir schon einen Plan, im Blank haben wir schon wieder das Bella Belle. Und M8 heißt ja vom Bruder, wenn wir es hebraisieren, das heißt vom Bruder sind die Wunder. Ja. Aber wir machen jetzt mal wirklich kleine Wunder, das ist übrigens der Wert davon, der physikalische Wert ist Joule-Sekunden. Schau dir mal die Zahl genauer an. Ja, sie das bleibt bloß auf der Ebene der Zahlen. So, und bevor wir jetzt weitermachen, das Video selber ist ein Selbstgespräch vom 11.11. Jetzt muss man zuerst mal wissen, der 11.11. ist ja der Faschingsanfang. Und da heißt jetzt hier, somit bleiben 50 Tage bis zum Jahresende. Die 50 ist sehr wichtig, das ist nämlich hier, wir haben in der Bibel die 7 mal 7, die 49 Tage und im 50. Tag geht es dann eigentlich in einer neuen Ebene weiter. Da bin ich zigfach drauf eingegangen und das heißt, wird am 11. November als Elfer im 11. Elef ist ja die 1, Aleph ist die 1, der Elfer im 11. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Wir schauen uns hier das Wort Komma an. Okay?
Dazu hören wir uns das Video etwas weiter an. Was fällt dir da auf? Pass auf, das da, man muss schon auf die 26 reagieren. Ja. Aber jetzt pass auf, jetzt machen wir mal einen kleinen Trick. Das ist wichtig, der Satz ist sehr wichtig. Lass doch mal 34. Das sieht doch schon mal besser aus. Gebt ihr jetzt noch eine Einheit, nämlich Joule mal Sekunde. So, und jetzt pass auf, was steht jetzt da? Jetzt machen wir einen kleinen Trick, wir schieben das Komma um eins rüber. Ich habe den kleinen Trick habe ich nochmal wiederholt. Wir schieben das Komma um eins rüber. Jetzt ist es das einmal wichtig, wir schauen uns das einmal an, was ein Komma ist. Das Komma ist sprachlich zuerst einmal das Satzzeichen, das gleichartige Satzglieder voneinander trennt, ganz allgemein. Und dann ist es ein Trennungszeichen zwischen den ganzen Beruchzahlen im Geist sind Zahlen. Beruch heißt im Geist sind Zahlen. Okay. Und den Dezimalbrüchen. Das DZ ist ganz interessant, wenn wir DZ eingeben, alleine, mit dem Zeichen, dann heißt es zuerst einmal verstehe. Verstehe diese geöffnete Selektion. Sobald du eine Selektion öffnest, und das passiert jetzt am 11.11. Siehst du das da hinten? Ja. Das passiert am 11.11. im Pyramidenwert kriegst du dann die 15. Das ist die Öffnung einer Selektion. Das heißt die Öffnung einer Selektion. Am 11.11. im Jahr. JH ist die Kurzform von Jahwe. Mhm. Die Spitze Pyramidenwert erkläre ich jetzt nicht. Ja. Dann haben wir 66. 26. Jahwe. Jahwe. Aber wenn wir das Komma um eins rüber schieben, müssen wir oben eine Stelle runter machen. Dann haben wir Gott mal minus 33 und 33 ist die Welle, die wir hoch sind. Das ist jetzt der erste Fehler, den man arithmetisch kennt. Wenn ich 66,26 lese, ist es 35. Das ist das, was du entdeckt hast und noch einige. Dann ist diese Aussage verkehrt. Das ist aber die Schwierigkeit, dass ich das Komma bloß als Trennstich zwischen den Dezimalzahlen nehme. Das H, die Quintessenz, ist ja 0. Das heißt, wir haben zuerst einmal ganz am Anfang etwas nicht Denkbares und das ist dann Komma 66, 26. Und ich habe da bloß diesen Trennstich zwischen die 26 als Trennstich zwischen den Dezimalzahlen gesetzt. Das ist meine Intuition. Okay? Bist du dabei? Ja, ja, ich bin dabei. Das ist das die 0. Das heißt, was mir darum geht, ist, dass du deinen Geist so flexibel machst, dass du in einem gewissen Maß alles, was du jetzt richtig siehst, kannst du auch die Kehrseite dir anschauen. Mhm. Dazu musst du dich aber inspirieren lassen. Wir sind wieder bei der Inspiration. Denk an mein Beispiel mit der deutschen Rechtschreibung. Jetzt habe ich ja darauf hingewiesen, ich gehe einen Schritt weiter, dass die 66 in Zahlen, wenn wir uns das anschauen, das ist zum Beispiel das hebräische Wort für Atom. Das ist Atom, ist er 56, okay? Das heißt, das ist einmal das hebräische Wort, diese Radix, heißt Verschluss, Verstopfen, undurchsichtig verschlossen. ATOM. Mhm. Und Atom, Atomar, heißt ATWAFMEMI. Das ist dann unsere 66. Das habe ich gesagt, das ist... Ja. Mehr oder weniger atomar. Atomar heißt aber wiederum nicht teilbar. Mhm. Das griechische Wort wird ja hier schön mit beschrieben. Das nicht teilbare. Das heißt, wir haben eine nicht denkbare Null, die wird zu einem Atom. Und dieses Atom, dieses nicht teilbare, wird jetzt zu 26. Das ist Jahwe. Und Jahwe ist ja unsere zwei Seiten. Je nachdem, wie wir das setzen, der symbolisiert ja den Adam. Was ich dir schlichtweg und einfach sage, der, der immer ist, kann von seinen Gedankenwellen nicht getrennt werden. Mhm. Du musst es auf dich wirken lassen. Ja. Das heißt, du und deine Gedanken sind zwar zwei verschiedene Sachen, aber die sind untrennbar miteinander verbunden. Mhm. Das ist übrigens, selbst wenn wir jetzt das mit 66, 26, dann mit 10 hoch 35 setzen, mhm. die 35 ist ja 30, 5. Und das hast jetzt zu ihr. Das ist interessant, dass du wieder intellektuell wahrgenommene Berechnung, das bezieht sich auf die Frau. Mhm. Das sind deine Gedankenwellen. Kannst du ungefähr folgen? Ja, ja, bin dabei. Was mir wichtig ist, das ist, dass also hier
dieses Atom, und da gehen wir jetzt einen Schritt weiter, können wir ja hebraisiert auf zwei verschiedene Arten schreiben. Wir haben hier schon einmal dieses AT mit der Spiegelung, ATM. Wenn ich jetzt die Grundradix ATM reinmache, das heißt, die Schöpfung ist eine gespiegelte Gestaltwertung, blau gelesen. Das kann ich ja Atom lesen, da haben wir den Verschluss. Ja. Das heißt, jetzt etwas hermetisch verschließen, das wird unteilbar. Das ist das große Problem der Physik. Schon ein Atom, ein unteilbares, ist eigentlich schon was Ausgedachtes. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir ein Atom denke, brauche ich einen Hintergrund für das Atom. Bist du dabei? Mhm. Ja. Weil ich ja immer einen Unterschied brauche. Das heißt, mit einem festen Gitter versehen, verschlossen. Darum heißt es hier, und jetzt steht hier schon das ATM als Atomos, griechisch bedeutet nicht zerschnitten, unteilbar. Das heißt, das Meer wird ja nicht zerschnitten, wenn es Wellen aufschmeißt, es wird bloß die Oberfläche, werden Unterschiede erschaffen. Ja. Der immer ist, bleibt dabei immer gleich. Die 200 Gramm rote Knete symbolisiert es recht schön. Selbst wenn ich jetzt die Oberfläche der 200 Gramm rote Knete irgendwie Unterschiede schaffe, bleiben die 200 Gramm rote Knete absolut gleich. Jetzt habe ich ja zweite Möglichkeit. Ich kann das Atom ja mit einem TAF schreiben. Das ist eine ganz, ganz interessante Radix. Da weißt du nämlich, da müssen wir jetzt dann nochmal ganz kurz in die Dora reingehen. Das macht jetzt im ersten Moment keinen Sinn. Okay, wichtig ist, wenn wir das da unten lesen, wenn wir das Aleph als Vorsilbe imperfekt lesen, dann heißt es, ich werde vollkommen und ich werde vernichtet. Weil nämlich das TM alleine, das kann man dann lesen, das heißt auch ihr Du. Das weibliche Du der Männer. Das heißt, ihr als Besitzanzeichen ist Fürwort und das ist das weibliche Du. Das heißt, das weibliche Du der Männer ist letztendlich eine Vorstellung eines Atoms, das du wieder in dir selber mit Unterschiede zerschneidest, obwohl du das eigentlich gar nicht zerschneiden kannst. Du kannst die 200 Gramm rote Knete nicht trennen. Der Geist ist immer ein Geist. Ja. Pass auf, um das einfacher in ein Symbol zu bringen. Ich sage immer, das JCH-Rot, das vor dem Bücherregal steht, wird nicht zertrennt, wenn das ein Buch in die Hand nimmt und zum Lesen anfängt. Das wird dann bloß zu einem roten Ich, das in Verbindung steht mit dem Buch, mit einem blauen Ich, mit einem Programm. Ja. Gut? Ja. Und jetzt pass auf, dort ist TM für sich alleine gelesen. Die Ahnungslosigkeit, die Einfalt, die Frömmigkeit, die Ganzheit. Das sind positive Sachen. Unbefangenheit, Unbescholtenheit, das ist das Gotteskind. Aber was jetzt wichtig ist, diese Vollkommenheit ist auch in einem gewissen Maß ein Zu-Ende-Gehen. Wenn was zu Ende geht, geht es wieder zurück zum Ursprung, weil der Anfang und das Ende immer eins sind. Ja. Kannst du folgen? Ja, ich bin dabei. Okay, jetzt heißt es, er verzehrte, er verschließt, er endet, er kam um. Siehst du das da unten? Das ist der negative Aspekt, der wird hier nicht so rausgekommen. Das heißt, wenn etwas zu Ende geht, wird etwas vernichtet. Eine Welle, die wieder zusammenfällt, wird vernichtet und dann geht sie wieder zu dem Ende, wo sie entsprungen ist. Ja. Und das ist die Nulllinie. 0,66 ATM. 0,66 ATM, das ist dieses hier, ist die Schöpfung einer gespiegelten Gestaltwertung. Ja. Gut? Ja. Wenn man das jetzt begreift, dann ist da eigentlich gar kein Fehler drin, weil mir jetzt praktisch das Fehlerhafte, das eindeutig da ist, wenn man einseitig sieht, richtig stellt. Setzen. Ja. Okay. Ja. Das wird jetzt, wenn wir das blau machen, zu deiner intellektuellen Raumzeit. Dann nochmal 66, 26 ist Gott mal 33 minus 33. Minus heißt immer getrennt. Ich gehe jetzt mal weg von der normalen Definition. Das heißt, wir haben einen kleinen Gott. Der kleine Gott ist eigentlich genau genommen nichts. Das ist diese Quintessenz vorne, die, wenn ich jetzt sage, diese Null, die ich jetzt mal als Nicht-Denkbares stehen lasse, wird erst einmal zu einem unteilbaren Jahwe, der zu einem unteilbaren 26, da haben wir ja schon die 2,6, wie ich das immer so schön sage, das waren zwei Sachen aufgespannt, du bist all, das macht es aus und du spannst dich auf, warte mal, ich ziehe mir das dann, ganz kleinen Moment, wo will ich denn hin? Jetzt müsste es mich wieder haben. Das heißt, du
dual spannst dich auf, ob ich jetzt das 5-5 nenne, zwei Wahrnehmungen nehme. Mhm. Oder ich nenne diese zwei Wahrnehmungen zwei aufgespannte Lichter. Das ist im All, wo ich das immer sage. Ich habe jetzt das Wichtigste eigentlich vergessen. Wir wollten das Atom noch machen. Entschuldigung, jetzt habe ich wieder einen Faden. Ich war immer vergesslicher. Das ATM mit dem harten T, siehst du das? Das wollte ich dir im Dennach zeigen. Ja. Das kommt das erste Mal und Gott setzte sie, da steht dieses Atom. Also ich habe den Bildschirm im Moment nicht. Entschuldigung, muss ich ganz kurz nochmal übertragen. Gut aufgepasst. Dennach. So, Etzer, hast du? Ja. Da haben wir das ATM, siehst du es in der Zeile, das kommt erst das erste Mal in der, im Dennach in, im 1 Mose 1,17. Ja. Zwar ist es die Stelle, und Gott setzte sie an die Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Das hat überhaupt nichts zu tun mit diesen Sternen. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Er setzte sie. Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages. Okay, das ist das rote L. Und ja, das kleine Licht zur Beherrschung der Existenz in der Acht. Mhm. Diese Nacht kann man lesen, eine Existenz in der Acht. Das ist unser Chat in einer Kollektion. Du kannst ja die existierende Schöpfung lesen. Na heißt ja zum einen unvollkommen, noch unreif. Und Chat heißt in Schrecken versetzt werden. Ja. Wenn du in Schrecken versetzt wirst, bist du noch unreif. Mhm. Wenn du mit was nicht einverstanden bist, bist du noch unreif, weil du einseitig bist. Da sind wir zigfach drauf eingegangen. Stimmt oder stimmt? Und das ist jetzt, wenn du das Wort All zum Beispiel nimmst, habe ich schon gesagt, All schreiben wir ja mit zwei Ls. Und da ist AL heißt nichts, und da machen wir jetzt an das zweite L, an ein zweites L dran. Darum heißt es ja, er ist Licht und er ist Licht. Denk dich an diesen schönen Jahwe-Satz. Mhm. Bin ich zigfach drauf eingegangen. An einer anderen Stelle heißt es, und er ist Licht und er ist Licht. Das wird normal übersetzt, und es ist Licht und es war Licht. Ja. Da aber alles immer jetzt, es sind da zwei verschiedene Lichter. Kannst du folgen, Holger? Ja. Also, ich bin also diese dabei. Übersetzung von Gott schuf und es ist Licht und es war Licht, die Stelle ist verkehrt, da heißt es ist Licht und es ist Licht, das hast du in dem Wort All, wenn du alles bist, dann bist du das Licht, in der, die Lampe im Projektor, und du bist jetzt die Sohne, die ausgedachte Sohne, der Sun, der seine eigene Welt mit seinem Intellekt mehr oder weniger die Unterschiede schafft, beleuchtet. Der träumende Geist als Ding an sich ist die Lampe im Projektor, und als Brösel bist du das Maß aller Dinge. Es wird nämlich immer alles, was du denkst, in dem Moment erschaffen, wo du es denkst, und es wird genauso funktionieren, wie du dir das denkst, dass es funktioniert. Das sind die zwei Lichter. Und Gott setzte sie an die Ausdehnung des Himmels, das Meer von Gott Haim, ist eine Haim, das Meer von Gott. Das ML habe ich schon ein paar Mal gesagt, kann er mir auch hier mit 70 schreiben, dann heißt es mit einem Gestalt gewordenen Joch. Mit was Hochgehobenen. Das sind deine Gedankenwellen. Ja. Auf die Erde, das heißt um die Erde, heißt das erweckte Wissen zu leuchten, um das erweckte Wissen zu beleuchten. Gut. Ja. Und jetzt machen wir die zweite Stelle, wo es nochmal interessant ist mit dem Atom, und Gott segnete sie, da steht dieses Atom, und sie seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Wasser in den Meeren, die das Gevögel, das Gevögel mehrt sich auf der Erde, das ist das Geschwingel, da steht eigentlich ein Geschwingel, mehret sich auf dem erweckten Wissen, Erde setzt immer erwecktes Wissen. Dein Geschwingel muss immer mehr werden. Ein unvollkommenes Geschwingel führt dich in keinster Weise weiter. Drum ist eigentlich der große Gesamtkontext, was ich dir mitteilen wollte, jetzt in einer etwas vielleicht unverständlichen Form, es ist nur deshalb unverständlich, weil das wieder ein Riesenkomplex ist, den ich versuche mit wenigen Worten auszudrücken. Dass das Hauptding ist, ich sage immer wieder, beobachte dich, wenn etwas in dir auftaucht und du reagierst mit deiner Logik, dass du sagst, das ist falsch. Was einmal zuerst hundertprozentig richtig ist, dass wenn du was richtig siehst, dass das eine Richtung ist, zu der eine Kehrseite gehört, dass das Kategorie 2 ist. Hm.
wenn du dich drüber erhebst, ich sage jetzt einfach, der Hengel ist links und der andere behauptet, nein, der Hengel ist rechts, dass du immer eine Einseitigkeit intronisieren willst. Das ist die eigentliche Botschaft. Ja. Dass das, was dir logisch erscheint, dir richtig erscheint. Mhm. Das ist natürlich vollkommen klar, aber jetzt denk bei dem Wort richtig wieder an das Wort wichtig. Bist du schon wie ich, Dick? Mhm. Du musst doch nochmal schnell das Ding machen. Also was meine Intention auch war, als ich dir das geschickt habe, als mir das aufgefallen ist, da habe ich so gedacht, ich war richtig neugierig, wie du dann darauf reagieren wirst und wie wir dann die verschiedenen Seiten beleuchten. Jetzt hast du mal blöd, aber jetzt pass auf. Ja. Ich sage immer wieder, bist du schon wie ich, wie JCH, also der vor dem Bücherregal steht, und dann machen wir mal dieses wichtig, haben wir ja zwei Möglichkeiten. Wenn ich jetzt das DIG schreibe, so wie man das normalerweise schreibt, dann ist die Radix rot geschrieben, ein immer daseinender göttlicher Geist. Das ist JCH, das ist der vom Bücherregal. Mhm. Ich mache aber das, jetzt nehme ich mir wieder die Freiheit, dass ich wichtig auch mit einem Kaff schreiben kann und dann wirst du automatisch zum Mittelpunkt, zum Mittelsten. Mhm. Das ist ein träumendes Gotteskind. Mhm. Okay, jetzt haben wir aber das Wort richtig und das beginnt erst einmal mit Rich. Das ist eine Unterform von Ruch. Ich könnte jetzt lesen, der rote Kopf deines Ich. Ja. Und das heißt, du, FD, du wirst zu einer Facette, die in Erscheinung tritt. Mhm. Siehst du das? Mhm, ja. Immer wieder an unser Dual-Denken. Dual wirst zu einer Facette, die in Erscheinung tritt. Drum ist diese Facette FD, wenn wir die einsetzen, und dann kriegst du automatisch einen Bissen von deinem Wissen, B ist ja gleich W, du kriegst einen Bissen, nur einen Bissen von deinem Wissen. Mhm. Okay, und zwar ist das ein Bissen in der Dora, ein besonderer Bissen vom im Adam, B-Rot, Rot ist ja. Adam. Ja. Und das Ganze ist jetzt ein Brocken, jetzt wenn ich natürlich noch weiß, BR ist das Äußere, wir können natürlich den Rock einfach einmal lesen, denk an ein weibliches Kleid, an einen Rock, englisch gelesen heißt es ja Fels. Ja. Und das hebräische Wort Fels wiederum heißt zu, das heißt zu Form werden. Mhm. Das heißt, du erlebst dich jetzt in einer Form und das Ganze passiert, dasselbe Wort ist eine Scheide und zwar gezielt die weibliche Scheide. Das heißt, die Frau steht ja für unsere ausgedachte Welt. Ganz grob, ich scheide jetzt in ein richtig und verkehrt, ich scheide in die Seite, die ich anschaue und die Seite, die ich nicht anschaue, weil die hinter mir ist. Und das Ganze nennt man da auch eine weibliche Scham. Und dieses Scham, wissen wir ja, dass das Scham zum einen zuerst einmal ein geschriebenes Wort ist, der Name, also Scham, Entschuldigung, ist das einmal ein Wort, ein doppelt aufgespannter Ort? Ja. Bist dabei? Ja. Und dieser doppelt aufgespannte Gott, den gibst du einen Namen und den Namen legst du bloß wieder einseitig aus und damit wirst du dich niemals heil machen. Mhm. Sagst du, wie sich das jetzt alles verknüpft? Ja, immer mehr, immer mehr. Um wo es darum geht, warum es eigentlich einzig, worum sich alles dreht, ist geistige Beweglichkeit. Das Einzige, was ich von dir hoffe, dass du das Bewusstsein bekommst, dich, dein Wertesystem zu beobachten und dir ständig bewusst zu machen, was du eigentlich in deinem Schwamminhalt, wie ich das nenne, in dem Intellekt für einen Glauben hast. Mhm. Und dann fragst du dich, kann ich das überprüfen? Kann man die andere Seite nicht auch überprüfen? Das ist der Heilungsprozess. Das heißt, es erfordert eine absolute Toleranz gegenüber jeder Meinung. Mach dir diese anderen Meinungen zu eigen. Das ist so ein einfacher Satz. Anstatt mit jemandem zu diskutieren, einen Standpunkt höre ich mir an, was der glaubt, was der sieht. Und wenn das meiner Logik widerspricht, dann sage ich, der sieht offensichtlich was, was ich nicht sehe. Ja. Der hat ein Erklärungsmodell, das ich noch nicht kenne. Mhm. Und ich werde dieses Erklärungsmodell immer ablehnen, solange ich das mit meiner Logik vergleiche. Wir sind jetzt wieder bei dem Wort Kritik. Kritik heißt Bewertung. Kritik ist immer ein Vergleich mit einem einseitigen Ideal, egal was kritisiert wird. Ich intronisiere mein Vergleichsmaßstab als das Absolute, was noch lange nicht das Absolute ist, sondern bloß eine Facette vom Absoluten. Ja, ja.
Es geht um einen Heilungsprozess, wo du einen unendlichen Frieden kriegst. Und umso mehr du dich löst, dass du aufhörst, irgendwas, was in dir auftaucht, auf Dauer am Leben erhalten zu wollen. Deinen Körper, wo ich immer wieder nur darauf hinweise, der löst dich schon auf, wenn du nicht dran denkst. Hunderte Male am Tag, übrigens immer jetzt. Ist interessant, ja, der kann auch bloß wieder immer jetzt auftauchen. Das muss verstanden werden, das, was sich auflöst, löst sich jetzt auf und wird ausgetauscht mit einem neuen Gedanken, mit einer neuen Information. Das Kommen und Gehen ist immer gleichzeitig, Evolution, Revolution. Jetzt können wir wieder diese schöne Stelle machen. Jetzt muss ich doch nochmal den Bildschirm teilen, weil mir das jetzt gerade in den Sinn kommt. Und zwar lassen wir das nochmal laufen von dem Schrödinger-Video. Da können wir ja instantan im selben Zeitraum, also im selben Zeitpunkt genauer gesagt. Was ist das? Das ist dein Traum. Der Zeitraum ist dein Traum. Es befindet sich alles hier und jetzt in deinem roten Kopf. Dein Körper, wenn du an deinen Körper denkst, der Mars, wenn du an Mars denkst, das ganze Universum, das in eins gekehrte, wörtlich übersetzt, ist in dir drin, in dem Moment, wo du dir das denkst. Ich wiederhole nochmal, hör zu. Ja. Da können wir ja instantan im selben Zeitraum, also im selben Zeitpunkt genauer gesagt, über beliebig weite Entfernungen hinweg etwas verändern. Das ist natürlich erstmal ein Schock. Das ist ein Schock. Jetzt pass auf, wie sieht es aus? Wir denken uns jetzt einmal hier... Ich sag jetzt mal was zwischendurch, weil das Rauschen ist wieder ziemlich stark. Ja, gut, passt gut. Pass auf, wir denken uns jetzt, das reicht eigentlich. Wir denken uns jetzt ganz schlichtweg und einfach einmal hier unser Planetensystem aus. Mhm. Das ist ja ganz weit von uns weg. Jetzt ist der Witz, in dem Moment, wo du sagst, ich befinde mich auf der Erde, hast du schon wieder verloren. Diese Erde, die du dir jetzt ausdenkst, die befindet sich jetzt in deinem Kopf. Das ganze Planetensystem, das du dir ausdenkst, das du dir vor dich hinstellst, gedanklich befindet sich in deinem Kopf. Das ist hundertprozentig sicher. Solange du das nicht akzeptierst, wirst du leiden. Ich kann es nicht oft genug sagen. Der Wahn liegt darin, dass du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst, wo du sagst, ich bin auf der Erde. Und die Planeten sind ja ziemlich weit auseinander. Aber wie weit sind die Planeten jetzt in Wirklichkeit auseinander, wenn ich die mir ausdenke? Die sind instantan in einem Punkt, nämlich in meinem Kopf. Ja. Und ich kann jetzt das, und das schockiert, sagt er, ich kann jetzt das umtauschen, ich kann die Reihenfolge umtauschen. Ich kann mir zum Beispiel denken, als erstes in die Mitte von diesem Kreiselzeug, was ich mir ausdenke, setze ich jetzt einmal die Sonne, das lassen wir, und dann setze ich als ersten Planeten die Erde. Mhm. Und dann kommt der Merkur. Und dann kommt der Jupiter. Dann kann ich ja hier und jetzt augenblicklich das verändern, was unendlich weit weg ist. Ja. Es ist in Wirklichkeit gar nicht weit weg. Nee. Das ist jetzt wieder unser Wort Weg. Weg. Wahrlich, ich sage dir, ich bin die Weg der Wahrheit und das ewige Leben. Was aber ganz wichtig ist, du musst begreifen, meine erste Mitteilung an dich heißt, ich bin du. Ja. Wenn wir das rot machen, haben wir zuerst mal ein rotes W, ist die Energie im Quadrat vom Einstein in der Originalformel. Dieses verbundene W ist E-Quadrat und das ist der Geist, das ist der Weg. Ich bin der Weg. Mhm. Jetzt sag mal, das Wort Weg kann ich natürlich sagen, was definiere ich unter einem Weg? Eine gewisse SDR-Ecke, eine Strecke von A nach B, ist auch ein Weg. Das ist schon was Vorgestelltes. Ja. Ich sage zum Beispiel auch, in dem Moment, wo ich an einen Gedanken nicht mehr denke, ist er weg. Mhm. Aber dann ist er automatisch wieder dieser Weg, der immer ist. Dieses rot verbundene Energie des Geistes, die kann nämlich nicht gedacht werden. Ja, im roten Bereich. Mhm. So, und jetzt denken wir uns unseren Tetraeder. Wir denken uns die vier Spiegel aus und in diese vier Spiegel denken wir unser Licht rein. Mhm. Jetzt ganz wichtig, du musst wissen, das ist jetzt schon eine Vorstellung. Und jetzt denkst du dir, so wie du dich auf die Erde denkst, wenn du dir das heliozentrische Weltbild ausdenkst, denkst du dir, du wärst das Licht, um das diese vier Tetraederspiegel rumgespannt sind. Mhm. Und wenn du jetzt als dieses Licht um dich rumschaust, dann siehst du unendlich viele Lichter. Ja. In allen Richtungen spiegeln die sich hoch.
Und dadurch an der Drehe sitzt auch, wenn man das jetzt zeichnen würde, in jedem dieser Lichter ist eingehüllt von einem kleinen Tetraeder, wenn man jetzt so ein Gitternetz mit aufbauen würde. Mhm. Was ja. aber der Witz ist, dass das eigentlich erste Licht gar nicht denkbar ist. Jetzt pass auf, ich erkläre es dir. Ich muss ganz kurz nochmal, jeder Punkt auf einer Kugeloberfläche ist der Mittelpunkt der Kugeloberfläche. Jetzt genau aufpassen. Das heißt, du denkst, ich habe jetzt einen Luftballon vor mir, den kann ich drehen und da sind Punkte drauf, so große Punkte drauf. Punkt, 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 Punkt um den Luftballon rum. Ja. Ich drehe irgendeinen Punkt hin und du schaust in die Mitte von dem Punkt, wenn ich den Luftballon jetzt aufblase, dann wird der Punkt gleichmäßig größer, wenn du in die Mitte von einem Punkt schaust. Mhm. Und die Punkte drumherum gehen in allen Richtungen, strömen die von dem Mittelpunkt weg. Das ist ein klares Zeichen, dass der Punkt, den du anschaust, der Mittelpunkt von der Oberfläche ist. Der Witz ist, wenn ich den drehe, funktioniert es bei jedem Punkt. Mhm. Lass ich die Luft raus, wird der Punkt schrumpfen, wo du die Mitte anschaust und die Punkte drumherum strömen in den Punkt rein. Ja. Das war jetzt die Oberfläche, eine sogenannte Sphäre, nennen wir die Oberfläche einer Kugel. Mhm. Jetzt denken wir uns unseren Tetraeder und um uns herum ist ein ausgedachter dreidimensionaler Raum, der voller Punkte, voller Lichter ist. Spiegelungen von mir selber. Jedes dieser Lichter sitzt in einem Tetraeder. Wenn jetzt dieser dreidimensionale Raum unendlich ist, okay, dann heißt es, egal welches Licht du von den ausgedachten Lichtern, die jetzt denkst, dass du wärst, bist du immer das mittlere Licht. Dasselbe Prinzip bloß in Bezug auf den dreidimensionalen Raum. Was jetzt aber der Witz ist, dass in unserer Kugeloberfläche das klar ist, dass die Sphäre die Unendlichkeit eigentlich einen Kreisform darstellt. Mhm. Vom dreidimensionalen Raum sieht es so aus, dass die nächste Dimension die Zeit ist. Mhm. Das heißt, dass jeder Punkt nicht nur der Mittelpunkt ist, sondern der ist auch jetzt, wenn du ihn denkst. Ja. Und jetzt sage ich, dass der Punkt, wo du sagst, das bin ich, der ist nicht denkbar, das ist die 0 vor der 66. Und das Atom ist eigentlich unteilbar. Das heißt, dass die 1, wenn ich jetzt, muss ich diesen unendlichen Raum, muss ich einsetzen. Der ist nicht in der Mitte, sondern das ist außenrum. Mhm. Geh in die Mutation, pass auf, für dich einfach. Wir haben zwei Sachen, wir können multiplizieren oder Additionen machen, die wir uns ausdenken. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 und so weiter und so fort. Oder wir können durchmachen. Dann wird in dem Moment, wo wir durchmachen, ist 1 das Größte. 1 durch 1 ist plus 1 minus 1 ist Wurzel 1. Mhm. Das ist die Wurzel ist die 1. Aber die ist genau genommen 0, weil die plus 1 minus 1 ist. Mhm. Das ist das vor dem Komma. Mhm. Und jetzt machen wir zuerst einmal ein unteilbares. Aber der Witz ist, wenn ich jetzt sage, ist es teilbar oder unteilbar, habe ich schon wieder das Problem. Es ist Kategorie 2. Du bist schon wieder einseitig. Lass das auf dich wirken. Hörst dir ein paar Mal an. Das heißt, kann ich etwas teilen, ohne das zu teilen? Das heißt, wenn ich plus 5 minus 5 mache, du all, das heißt, du Gott, du nichts, spannst dich auf in zwei Erscheinungen. Und die fangen jetzt an, sich auszutauschen. Das ist der Geist, ist immer ein verbundenes GT, G-O-T-T. Mhm. Gott, das deutsche Wort Gott. Ja, ja. Diese 2, 400 hinten, wenn wir es als Erscheinungen nehmen. Ob ich die Erscheinungen plus 5, minus 5, plus 6, minus 6 denke, das führt dich jetzt in die Welt der geraden Zahlen. Das ist nämlich das Interessante, die gerade Zahlen, der Jahwe, die 10, teilt sich in 2 Fünfen. Ja. Du kannst jetzt die 8, die Kollektion teilt sich in 2 Öffnungen, 2 Vieren. Ja. Die 20, das ist ein eigenartiges, wo ich sage, wie dein, teilt sich in 2 Zähne. In ein plus 10, in ein rotes Ich und in ein blaues Ich. Mhm. Darum ist Vorsilbe, Endsilbe, Kaff ist wie dein immer. Wenn man das weiß im Hebräischen, muss man jetzt nicht wissen. Die 40 teilt sich in 2,20, in 2 Sachen, die 50 in 2,25, jetzt kommst du zur Diagonale, aber das wird jetzt zu weit führen. Mhm. Was ich dir nur sagen will, wenn ich immer was erkläre, sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen, die durchaus richtig sind, aber zwangsläufig fehlerhaft in Bezug auf das heilige Ganze. Ja.
Das heißt, meine Vereinfachungen sind immer Kompromisse, keine faulen Kompromisse, von mir sehr bewusst, wo ich dann immer wieder merke, das stimmt doch nicht, das ist doch nicht richtig. Das, was ich dir erkläre, ist immer die Kehrseite von dem, was du als richtig ansiehst. Mhm. Weil ja, ich will dich ja vervollkommen. Aber du musst da mal die Demut haben, dass du registrierst, dass du schon wieder in der Kategorie 2 gelandet bist und eine einseitige Antwort bloß gelten lassen willst. Mhm. Darum mache ich so einfache Beispiele. Hol dir alte Lutherbibel, jetzt normal gesprochen, und liest es, und dann wirst du nicht sagen, oder Paracelsus, das ist ein Idiot, der wusste ja nichts, der kann ja nicht einmal richtig Deutsch schreiben. Die Regeln haben sich ständig verändert, auch die physikalischen Regeln, die medizinischen Regeln, alles verändert sich ständig, das ist geistiges Wachstum. Aber das passiert durch einen ständigen Wandel deiner Informationen im Hier und Jetzt. Und was vollkommen neu ist, wirst du nie zu Gesicht bekommen, wenn du immer bloß logisch bleibst. Weil du rechnest, das habe ich so oft gesagt, du kannst jetzt dir Sachen ausdenken, die du noch nicht kennst. Wir können Dörfer oder Städte besuchen, normal gesprochen, die du noch nie gesehen hast. Du siehst aber nichts Neues. Du siehst Häuser, du siehst Gärten, du siehst Straßen. Auch wenn du die noch nicht gesehen hast, ist es nicht neu. Men und Dialog denken. Wenn was vollkommen neu ist, wird dir das erst einmal falsch, verkehrt, unscheinbar oder als unverstehbar. Wenn ich dich jetzt mit chinesischen Schriftzeichen konfrontiere, sind die neu, aber doch nicht neu. Du weißt, das ist irgendeine Schrift, die ich nicht lesen kann. Mhm. Ja, es baut ja, ist ja auf deiner Logik, ist ja ein Wissen von chinesischer Schrift da. Das heißt, wenn wirklich was, denk wieder, du bist der Computerprogramm. Wenn was vollkommen neu ist, kannst du das mit deiner jetzigen Logik nicht generieren. Für Basic-Logik ist es vollkommen unmöglich, fotorealistische Bilder zu generieren. Das kannst du auch nicht mit DOS, das kannst du erst mit Windows. Darum sage ich, du kannst nicht von unten nach oben sehen. Und wenn du jetzt was festhältst, eine logische Weiterentwicklung, denk an unseren Benzinverbrennungsmotor. Ich bringe immer wieder dieselben Beispiele, ganz absichtlich, weil ich merke, da fällt, du hast das Wesentliche nicht verstanden. Der Verbrennungsmotor ist erst einmal Rudolf Diesel, hier unser Kolben, K-Oll. K-Oll heißt ja wie ein Joch. Das ist immer eine polare Existenz, oben, unten. Und da machen wir Kreisbewegung. Da ist in dem Kolben ist eigentlich schon unser Sinus mit drin. Ja. In einem gewissen Maß, wo wir dann rausgenerieren. Und das ist eigentlich immer die große, ich könnte jetzt hier den ganzen Motor zerlegen, da ist also nicht nur, da ist auch der ganze Sephirotbaum der Juden mit drin, wenn ich dir den Aufbau soll. Aber was mir jetzt wichtig ist, die Weiterentwicklung, die man logisch macht, dass ich irgendwann einmal bei einem Viertakter, der ja von 4 Taktimpulsen immer nur einmal ein Antrieb da ist, die Explosion da ist, wenn wir ansagen, ausstoßen und so weiter und so fort, ist immer nur ein Impuls, dann muss man eine große Schwungscheibe dran machen, dass das Ding einigermaßen rumläuft, der kriegt ja nur in jedem vierten Takt den Schlag. Dann, das logisch ist, das ist jetzt logisch, dass ich sage, dann nehmen wir halt 4 Zylinder in einem Viertakter und wir machen immer in jedem dieser Zylinder immer zeitversetzt, dass immer zumindest einer von den 4 Zylindern einen Impuls angibt, dann kann man die Schwungscheibe verringern oder kleiner machen. Die Schwungmasse. Das ist normale Physik. Und irgendwann hat man dann Elektronik für die Steuerung und so weiter und so weiter. Das sind logische Weiterentwicklungen. Das bringt dich aber nicht zu einem vollkommen neuen Prinzip vom Motor. Selbst der Wankelmotor oder was baut immer noch auf dem auf, und ganz, ganz tief im Hintergrund ist eigentlich immer noch die Dampfmaschine. Dass man halt keine Explosion macht, sondern der Gas, der heiße Dampf sich ausdehnt und den Druck erzeugt. Das ist rudimentäre Weiterentwicklung. Aber ein vollkommen neues Prinzip. Das ist jetzt eigentlich die Quantenmechanik, aber die Quantenmechanik, sobald du die raumzeitlich vorstellst, dann kommst du in diesen ganzen Schizophrenien, was hier jetzt unser Gassner gerade gesagt hat, dass das eigentlich instantan alles in einem Punkt ist. Aber wenn das doch ist, dann können wir, was unendlich weit weg ist, verändern, und dir schockiert es erst einmal. Du kannst das heliozentrische Weltbild verändern. Es hat auch noch nie einer gesehen, das ist ein logisches Konstrukt. Zeig's mir, zeig mir die Erdkugel, du kannst die Erdkugel zu einem Käsewürfel machen. Erde ist erwecktes Wissen. 70, 200, 4, 70. Erde geschrieben. Das ist nur dein erwecktes Wissen, aber dein erwecktes Wissen ist doch gar nicht dein Wissen.
Das ist das erste Mal etwas, was ich dir gegeben habe. Dein Schwamminhalt. Ja. Deine ganzen Meinungen, die du hast. Ich kann nicht oft genug sagen, was dir schmeckt, was du als richtig siehst. Es macht dieses blaue Ich. Und das hast du zuerst einmal zu durchschauen, was das mit dir anstellt, und dann hast du es zu vervollkommnen. Wir lassen ja unsere Sache mit dem Haar, wir lassen ja alles gleich. Wir verändern das. Ich mache aus einem Kreis was vollkommen Neues. Etwas, was in der Welt der Flächen nicht existiert. Ein Körper, ein Kegel. Ich muss aber das genaue Gegenteil, ein Dreieck dazu machen. Mhm. In der Welt der Flächen kannst du das aber nicht verbinden, weil eben dann du den höheren Schritt brauchst. Das sind diese. Die sind diese, ist das alles. Ui, da ist aber einer schläfend. Das ist übrigens das hebräische Wort Nim. N-I-M. Schlafen, oder was du da meinst? Die Existenz einer intellektuellen Gestaltwerdung heißt schlafen und etwas vor sich hinträumen. Das ist der jetzige Zustand. Das ist übrigens nicht, das Pixelmännchen ist müde, dass du dich nicht irrst. Der sich den ausdenkt, ist müde. Danke für die Erinnerung, ja. Okay, und jetzt haben wir das Atom. Wir waren nochmal, kann ich etwas teilen, was unteilbar ist? Das ist in dem Moment, wo ich das so mache, mache ich das doch. Wenn ich jetzt auch plus 5, minus 5, ist diese zwei Seiten, die ich mir ausdenke, da die Plus und Minus sind, sind eigentlich gar nicht getrennt. Weil die Null sind. Null bleibt Null. Die Null kann ich jetzt wieder hier in vielfältigen Arten und Weisen darstellen. Es ist ja interessant, wenn du in die Geschichte nur Null gibst, die hat ja lange Zeit in der Arithmetik gar nicht existiert. Echt? Früher hat man das Gott genannt. Ach so. Ja, das ist besser. Darum haben die Menschen eigentlich an nichts geglaubt. Aber das natürlich jetzt das Problem ist, dass ein ausgedachter Gott, ein Geschöpf, eine Schöpfung, wir schmeißen jetzt einmal der Gedankenwelle auf, ich, der ich immer bin, schmeiße eine Gedankenwelle auf, den nenne ich Gott. Da muss zwangsläufig was entstehen, was nicht Gott ist. So wie der Wellenberg ein Nichts braucht auf der anderen Seite. Aber da sich das immer kompensiert, ist diese Bewegung eigentlich eine Illusion. Ja, das ist gut. Ja. Und jetzt haben wir das ganz interessant. Wir haben aus dem I, aus dem kleinen Gott, den wir hier ja setzen am 10 hoch minus 33, entstehen zwei Lichter. Denk wieder, da sind wir schon kurz drauf eingegangen. Und Gott sprach, es ist Licht und es war Licht. Nein, er sagt, es ist Licht und es ist Licht. Die zwei Lichter ist die Lampe im Projektor und dann auf der Leinwand projiziert die Sonne. Das ist ein rotes und ein blaues Ich. Das brauchen wir für die Welt. Okay. Diese 30-30, da binden wir zu 60. Da haben wir wieder zwei Möglichkeiten, wir können eine rote 60 nehmen, dann ist es Gott, ist das Bewusstsein, wenn wir es blau machen, wird der Intellekt, den du hast, zur Raumzeit. Ganz folgen, die J wird zu 30-30, ist 60. J, ja. LL, ja. 60, ja. Ist intellektuelle Raumzeit oder göttlich jetzt Bewusstsein als 60. Dann kommt U. Bei dem U wissen wir, ich sage jetzt nicht aufgespannt, sondern das Waff. Das Zeichen Waff heißt ja zuerst einmal im Hebräischen auch und. Rotes U ist verbinden. Okay, und jetzt kommt es. ILL, diese zwei Lichter, 30-30, verbinden sich zu 60. Illus. Ja. Und jetzt kommt es Ion. Und Ion auf Griechisch, on heißt sein, und Ion ist ein bewegt, in Bewegung gesetztes Sein, nach Platon. Das ist ein in Bewegung gesetztes Sein. Aber etwas in Bewegung setzen ist eigentlich eine schizophrene Wortkombination. Weil wenn ich was setze, dann ist es ja hier und jetzt, es bewegt sich was hier und jetzt. Das nennt man dann auch, dann beginnt etwas zu entstehen. Ja. Das ist wie in Bewegung setzen. Darum haben wir im Englischen ja das Wort fasten. Fast, was auf der einen Seite extrem schnell heißt und auf der anderen Seite festgezogen. Im Hier und Jetzt. Weil egal, wo du jetzt dich gedanklich hinbewegst, wie schnell du fährst, du bewegst dich keine Millimeter von der Stelle, weil du, wenn du dich selber als das erkennst, was wie ich dick ist, bist du immer der Mittelpunkt. Und der absolute Mittelpunkt gespiegelt, diese absolute Eins am Anfang, ist eigentlich nichts.
da könnte ich jetzt sagen, das ist die große Umhüllung durch eins durch. Und durch beginnt ja schon wieder mit DWAF-R, durch Testgeneration. Ja. Du bleibst immer in der Mitte. Das musste ja mal gesagt werden. Wenn ich es dann nochmal irgendwann am umsetze. Am 13.11. Heute ist nämlich der 13.11. Das ist das Selbstgespräch vom 13.11. Mittwoch der 13. Okay, dann sage ich bis gleich. Bis gleich, Udo. Danke.